Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Anno 1800. Jetzt nach langer Zeit mal wieder. Liegt einfach nur daran, dass der Rechner Anfang Mai den Geist aufgegeben hat. Und das Geile war, es ist genau passiert, so 3 Monate nach, also so circa 3 Monate, nachdem die Gewährleistung abgelaufen ist. Wen hätte das gewundert, hätte ich mir dann nur den Rechner selber zusammengebaut. Weil dann kann ich nämlich auf diese Gewährleistung verzichten. Ja, ich finde es halt schade. Ja, da habe ich das dann eben zu der Firma gebracht, von denen die Gewährleistung war. War ja dann sowieso so ein Fall, wo ich bezahlen hätte müssen. Kriegt man erst so einen Kostenvoranschlag. Dann haben sie mir zugeschickt. Und da bin ich bald als einen Wolken gefallen, wo da auf einmal drauf stande, ja, knapp 700 Euro. Dann habe ich mir so gedacht, alter Freund. Ja, einfach mal so random, einfach mal 700 Euro. Oh. Ein Schiff erster Klasse. Habe ich es aber dann anders gemacht. Ich habe mir dann den kaputten Rechner zurückschicken lassen. Ja, muss ja noch ein bisschen was bezahlen. Für die Rücksendung und für die Kontrolle, die Arbeitszeit, bla, die sie da reingesteckt haben. Um die Fehler zu finden. Und habe es mir dann ganz einfach gemacht. Habe mir einfach neue Teile bestellt. Wie ein neues Board, neue RAMs. Und das Ganze drumherum. So an den RAMs und sowas könnte es jetzt eigentlich nicht mehr liegen. Habe ich mich gleich hochgerüstet, habe ich gleich gesagt, okay, statt 16 Gig nimmst du gleich 32 Gig RAM. Habe ich jetzt auch drinnen, 32 GB. Und soweit ich das beurteilen kann, läuft das relativ gut. Ich muss mal kurz gucken in die Option. Läuft alles auf hoch, sehr hoch. Wuselfaktor. Texturqualität, Beleuchtungsqualität, Objektqualität ist alles auf hoch. Kantenglättung. Ist Aushöchste eingestellt, ja. Oben sieht man nochmal meine Grafikkarte. Die sie mir auch mit aufgeschrieben. Das war ja auch das Geile. Also die haben sie mir ja auch mit aufgeschrieben, dass die kaputt wäre. Ist aber nicht der Fall. Die ist gar nicht kaputt. Das war nur das Board oder der RAM, der kaputt war. Die Grafikkarte hat. Läuft genauso wie vorher auch. Haben sie aber erstmal mit draufgeschrieben. Schatten auf hoch. Ja, kann man so lassen. So, jetzt wieder zurück zum Spiel. So, E3 ist jetzt, geht ja heute jetzt auch zu Ende. Ja, also ich nehme das jetzt am Dienstag auf, die Folge. Heute auch mal am 11.06. Nehme ich gerade auf. Spielstand gespeichert. Und ja. Mal gucken. Heute Abend ist, glaube ich, noch eine Nintendo PK. Und werde ich dann nachher auch gucken. Und dann sind erstmal die E3. Ist E3 Wochenende auch wieder vorbei. Ja, für mich persönlich war die Microsoft PK bis jetzt die beste. Ubisoft okay, haben auch jetzt so einen Monatspass vorgestellt, aber da muss man mal gucken, was da alles drin ist. Ja, also es gibt von Microsoft jetzt den Game Pass. Und Ubisoft hat jetzt so was
ähnliches. Also auch so. Auf die alte Dame ist Verlass. Game Pass mäßig, wo man auch neue Spiele mit drin hat, hatte ich da gesehen. Aber da muss ich mal gucken. Und bringe jetzt Uplay Plus raus. Aber wie gesagt, da werde ich auf jeden Fall mich nochmal informieren vorher. Und schauen, wie sich das Ganze verhält. Also sollte man immer machen. So, können wir schon Steine? Steine, Steine, Steine? Nö. Was brauchen die denn? Es gibt nicht viel zu feiern. Ponchos. So. Wollen wir unsere Alpaka farmen? Was ist denn hier los? Da sind Schlaglöcher, passt also auf! Morgenrot, schlecht Wetterbrot. Äußerst verheißungsvolle Karten liegen auf dem Tisch. Jetzt habe ich mal eine kurze Informationsfrage. Wachsen Bananen wirklich so, wie sie jetzt hier angezeigt werden? So nach oben? Also die wachsen ja jetzt unten raus und gehen nach oben. Wachsen die nicht eigentlich auch von oben nach unten so einer Knolle? Oder wachsen die wirklich so? Müssen wir vielleicht nochmal angucken. Wäre vielleicht mal interessant zu wissen. Also das interessiert mich jetzt wirklich. Das jetzt einfach nur falsch dargestellt ist oder ob die wirklich so wachsen, also da bin ich mir gar nicht so sicher. Was ist hier los? Halt ich die Erfahrung. Ach, die produzieren Bananenbrei, wartet mal kurz. La Fortune. Spielen Sie fair, kommen Sie davon. Spielen Sie falsch, kommen Sie davon. Ins Grab. Nee, die machen halt. Wo war ich denn jetzt? Hier. Ah, okay. Hier ist Bananenbrei. Muss wohl nicht so gut riechen, weil die haben sich alle hier davor die Nase gerümpft. Wir hätten häufiger zusammen Tee trinken sollen. Finde ich jetzt nicht. Zuckerrohrplantage 1, 2, 3. Entschuldigt mich, wenn ich erst mich hier wieder reinfinden muss. Okay, 1, 2, 3 Rumbrennereien haben wir hier und hier haben wir 1, 2, 3 Rumfarm. Ich bin so froh, dass uns jemand beisteht. So, dann gehen wir mal vollkommen in die Alpaka-Produktion, Ponchos-Produktion rein. Steine können wir hier noch nicht. Rumproduktion haben wir jetzt auch angestoßen. Dann machen wir mal hier. Dass wir mal ein bisschen vorankommen. Oh, ich habe einen höllischen Durst. So, Zuckerrohr Production läuft.
haben wir hier? Ölquellen, okay. So, jetzt müssen wir auch nochmal kurz schauen, der ist ein bisschen runtergefallen. Ein Schiff erster Klasse. Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Ja, okay, das ist in Ordnung. Die Patrouillen werden die Brandstifter auf frischer Tat ertappen. Okay, ich baue ein Polizeirevier. Ein Feuer ist ausgebrochen. Brennt gleich wieder. Flammen wurden gelöscht. Super. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Sollte ich mit dieser Reise beauftragen? Also die Lilane, die sitzt ja hier überall, oder? Aber das ist nur eine freie Insel. Aber die sitzt hier. Hier hat sie eine Insel. Hier hat sie eine Insel. Das ist Prosperity. Die wurde ja angeblich so verkauft. Jeder hier ist Teil der. Wir filzen alle Besucher. Eine lebensnotwendige Vorkehrung. Ja, alles okay. Ist noch frei. Was haben wir denn hier? Baumwolle, Fruchtbarkeit. Was haben wir denn noch von einer? Goldvorkommen. Bei Baumwolle können wir jetzt nicht herstellen. Aber das ist erstmal nicht so schlimm. Was sagten Sie gleich, woher Sie kommen? So. Die Waffenruhe wurde beendet. Ja, sollen die sich ruhig bekriegen. Ist mir relativ egal. So, rum müsste normalerweise nach oben gehen. Wobei wir eigentlich... Spielstand gespeichert. Weil die verbrauchen ja keinen Rum. Und Rum müsste ich normalerweise jetzt rüber transportieren, ja? Habe ich keine Klipper mehr? Ist das die einzige Neptunsbeute, die ich hier... Neue Befehle, Admiral. Ich werde sie in den Feldern wiedersehen.
Also ich habe jetzt ein Schiff hier. Wartet mal kurz. Hätte ich hier gleich rübergehen können. Naja, gut. Konkurrenten haben ein Handelsabkommen geschlossen. Von den FPS-Zahlen hier. Ja, passt schon. Gut, hier haben wir auch noch ein paar Dinger frei. Ditchwater, wir sind wieder zu Hause. Ah! Super. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Welche Schiffe haben wir denn hier? Finsternis, Wellenbrecher und das Flaggschiff. Das ist Flaggschiff, okay. Hier haben wir... So, Handelsruhe. Ihr Handels- und Charterrouten? Ah, so, Charterrouten, ja. Okay. So, Route errichten. Charterroute. Chartern Sie Schiffe, um Waren zwischen den Inseln hin und her zu transportieren. Meine jetzt wäre rum. Nee. La Isla? Ist das denn hier die richtige? Wartet mal. Handelsrouten? Das ist mir schon klar. Spielstand gespeichert. Die Beagle ist mein Flaggschiff. Das ist meine Fregatte. Dann nehmen wir Wellenbrecher und annehmen. Jetzt wollen wir noch Las Isla. Okay. Mein Schiff müsste normalerweise losfahren, oder? Einsatzbereit. Ah, okay.
So, die kann jetzt schön hin und her fahren und mir hier rumherbringen. Oh, süße Fantasie, gesegnet seist du. Brauchen die nicht rum? Ah, ist noch nicht frei, okay. Aber wir können ja schon mal ansammeln. Weil drüben brauchen sie keinen rum. Städtischer Karneval? Und sein Schnupftabak. Als mir einmal jemand sagte, ihm gefalle meine Arbeit nicht, warf ich mich vor lauter Enttäuschung in ein Brennnesselfeld. Hey. Ja. Allzu viele Änderungen, hoffe ich. Feiert mich und jetzt zurück an die Arbeit. Also ganz ehrlich, faules Pack. Stehen hier nur rum und feiern sich. Was ist denn los hier? Ich weiß, ich bin da gut hier in der City, aber. Dieses Land ihre Königin oder darf ich? Okay. Was möchte ich Erlaubnis bitten, eine andere Insel niederzulassen zu dürfen? Diese Insel ist der irdische Zwilling Tians. Des mächtigen Himmels. Na, hat die nicht schon irgendwie eine besiedelt gehabt hier oder so? Ja, wehe, du bringst es hier jetzt ein. Aber da. Ich glaube, ich muss mein Herrschaftsgebiet ausbauen. Was hatten wir hier? Die Feierlichkeiten sind beendet. Oh, da baut Wein an. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Ja, wir haben eben gerade auch Party gefeiert und da waren alle glücklich. Das ist er. Wo willen die sich, Diese Zufriedenheit. Sie haben uns etwas voraus. Ja, komm, raus Keine damit. Keine Änderung? Wirklich? Ja, Keine frag doch Änderungen? Nicht noch extra nach. Raus damit. So. Okay. Packen wir erstmal da rein. So. Spielstand gespeichert. Ja, toll, aber die hat sie ja schon besiedelt, wo ich weg bin. Das ist so Schwachsinn. So,
Was brauchen wir denn eigentlich für... Ich hab da Pläne für neue Expeditionen aus Baldovat. Aber da würde ich lieben gern erst noch Schiffe bauen. Wie sieht's denn aus? Ein Feuer ist ausgebrochen. Papa, können wir zum Strand runtergehen? So, schließen Sie die Aufgabe, um Ihre Reise fortzusetzen. Ihre Offiziere haben die Brandstifter aufgedeckt und sie sind bereit, auf Ihren Befehl hin ergreift zu werden. Finden Sie auf Ihre auf den Markt und befreien Sie Los Isla, entschuldigen, suchen Sie ein Stadtzentrum. Menschen. Dann suchen sie Menschen mit Fackeln, okay. Wir könnten Regeln brauchen. Hat es wirklich so lange geschlafen? Die Flammen lodern hoch. Immer höher. Du könntest beim Widerstand anheuern. Hab Dank für den Schutz, den du organisiert hast. In Bewegung? Ich fürchte, das wächst sich zu einer Krise aus. Die Kranken sterben, wenn wir ihnen keine Betten und saubere Wäsche geben. Leinen los! Flammen wurden gelöscht. So, jetzt müsste aber wieder Ruhe einkehren. Ganz die Brandstifter aus La Isla sind gefasst. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's erstmal gut. Ciao, ciao.